Hallo und willkommen zur dritten Folge von Meister Naka. In der letzten Folge haben wir schon angefangen, diesen Motor zusammenzubauen. Was haben wir denn noch? Ich glaube, die Ölwanne kann ich schon anbauen. Ich ziehe die mal schon so weit fest. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Werkzeug weglegen und den Motorblock umdrehen und fallen lassen. Bäh. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Noch weiter schrauben. Ich glaube, das waren hier soweit. Alle die kommen später, weil da noch was eingefügt wird. Ganz wichtig, die Ölablassschraube festziehen, weil selbst die lose ist. Würdet ihr das nicht machen, würde euch einfach irgendwann der Motor kaputt gehen, weil halt kein Öl mehr im Motor ist. Weg damit. Ich glaube, das kommt erst später. Ja. Das ist echt nicht einfach. Aufstehen. Das brauchen wir. Ich will mal den Motor irgendwie hinzustellen. Nun komm. Das kommt da drauf. Dann kommt dieses Teil drauf. Falsche, falsche, immer noch der falsche, immer noch der falsche, immer noch der falsche. Ach, hier. Festziehen, festziehen. Schrauben, 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 Schrauben. Alles so lange Schrauben. So, die sind alle fest. Dann können wir die Kerzen einsetzen. Der dritte. Und hier kommt Nummer 4. Die könnt ihr einfach so rein drin, die brauchen keine bestimmte Größe. So. Jetzt brauchen wir. Da ist das Getriebe. Einen Starter brauchen wir. Flying Wheel. Ölfilter. Dieses Teil.
Wasserpumpe. Das ist der Hauptsatz. Der Rest da oben kann eigentlich alles noch liegen bleiben. Kann das da drauf? Mann, ein Glück wird immer angezeigt, welche Größe diese Teile haben. Falsch, falsch. Und das festziehen. Das hatte ich schon mal probiert. Gucken, gucken, gucken. Ich bin verwirrt. Kann ich das da schon draufsetzen? Nein. So, das hat doch schon drauf. Ich weiß es nicht. Na komm. Falsch, falsch. Hatte ich eben schon. Immer noch zu groß. Da. Ja, ich habe den Motorblock umgeworfen. Nein, nein. Das war doch. Ich bin einfach überfragt. Ach, das können wir da anbauen. Klasse. Und damit die richtigen. Schwungrad. Spät ist das, ach, ist schon so spät, das ist schlecht. Ich glaube, dann geht es in dieser Folge wirklich nur ums Auto zusammenbauen. Es sei denn, es ruft noch jemand an und möchte irgendwas. War das so richtig? War das so richtig? Mal dahinter und ich glaube, das Teil muss da vorne drauf. Ja, stimmt sogar. Kupplungsscheibe. In diesem Spiel ist das alles so schon einfach gehalten.
Ach, da haben wir sie schon. Schrauben, 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 Schrauben. Bester Schrauben. So. Da kann, glaube ich, der Anlasser mit dran. Ups. Und weg mit der Katze. Sorry. Starter. Kommt auf dieser Seite unten rein. Legen wir mal auf die Seite. Typisch, dass wir wieder nicht den richtigen haben. Und auf der anderen Seite ist auch noch einer. So, jetzt könnte der Motor im Prinzip schon mal starten. Da muss doch irgendwas fehlen. Kann ich das Getriebe auf der anderen Seite schon festsetzen? Wow! Klasse, wir haben sogar einen richtigen. Festziehen, festziehen, festziehen. Aus der Wechsel habe ich noch eine lose Schraube gesehen. Da sind einfach so viele Schrauben an diesem Motor. Wo waren die losen Schrauben gerade? Das ist teilweise echt bescheiden, wenn man die Schrauben wieder löst, indem man einfach nur das Ding dreht, obwohl man... Ah, hier. Umdrehen. Ein bisschen näher. Größer. Immer noch falsch. Ah, an. Heißt der Weg. Du blöd Schraube, du. Das ist nur die einen. Fest, fest, fest. Die sind alle fest. Weil sie wieder reinstellen. Puh. So, mein Motorblock von dem Loch da wegnehmen. Das ist rumgedreht. Ich glaube, das müssen wir nochmal runternehmen. Ich bin mir nicht sicher. Ab damit. Ab damit. Nein. Können wir den Öl für das Schnupfen anbauen? Falsche Seite. Ja. Diesen kann man auch einfach drauf schieben, so gesehen. Das muss doch irgendwo hier dran passen. So, nein. So auch nicht, so auch nicht. Ah.
Immer mal das alles machen. Motor ein Stück herdrehen. Schraubenschlüssel suchen. Das sind einfach so viele Schrauben. Ich habe mir noch keine Anleitung dazu angeguckt, wie man die Motor wirklich zusammenbaut. Also könnte auch sein, dass schon irgendwas fehlt. Oder ich mich einfach vollkommen verbaut habe. Die sind alle dran. Was ist da schon dran? Okay, das kommt da anscheinend später dran, ne? Das kommt ins Auto. Was fehlt denn da schon wieder? Ich glaube, das war im Deutschen die Zündspule. Mach schon fest. Da können wir dann, glaube ich, später diese Kabel dranhängen. Aber ich glaube, die können wir auch später noch einbauen. Fuel Pump. Oh, diese Fliege. Wie rum muss das denn nun? Drehen, drehen, drehen. Nein. Ach so musste das. Wusste ich doch, da war irgendwie schon wieder so ein Fehler von mir. Drehen wir das mal fest und probieren, das jetzt nochmal da drauf zu setzen irgendwie. Und da war diese Wasserpumpe. Nochmal ab. Das muss doch irgendwie da dran passen. Konnte ich auch irgendwo irgendwie da anhängen. Und runter damit. Nüt, nüt, nüt. Das dauert einfach ewig, bis der unten ist. Unser Dörrchen ist es noch ziemlich niedrig. Das ist gut. Wir müssen auch noch nicht auf Toilette. Wir haben allerdings schon Hunger und ziemlich viel Durst. Runter, runter, runter. Noch weiter runter. Und noch weiter runter. Noch weiter runter. Noch ein bisschen.
Alter, dieser Moskito. Ist echt abgrundtief nervig. Immer noch falsch. Immer noch falsch. Festdrehen. Das hat schon mal nicht funktioniert. Nochmal lösen. Der Block nehmen. Ist das andersrum? Jetzt könnte das halten. Nein, immer noch nicht. Grad drehen. Ach, ich muss anscheinend hier erst diese Platte draufsetzen, damit das funktioniert. Nein! Hier drinnen wird es langsam echt dunkel. Klick. Hell. Schön hell. Auspuffmotor. Ach, das müsste doch. Ups. Ah, das passt schon mal so dran. Und somit sind wir leider schon wieder am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Tschüss!